Guten Morgen. Ich mache mich auf den Weg nach Hannover zur Hundemesse, wo ich heute als Helfer eingetragen bin. Ich hoffe, danach ergibt sich noch die Möglichkeit, ein bisschen shoppen zu gehen. So, ich bin in der Messehalle angekommen. Hier ist noch nicht ganz so viel los. Das Richten geht in einer Stunde los. Dann wird es hier rappeldicke voll. Hier ist der Löseplatz für die Hunde, die ganzen vielen tausend Hunde. Das ist am ersten Tag morgens noch ganz okay, aber spätestens morgen um die Mittagszeit wird da kein Hund mehr freiwillig hinpieseln wollen. Hier spielen sich Dramen ab. Eine Ziege wurde ausgesetzt, weil es dann aus Versehen doch kein Hund war. Hier wurde jemand über den Tisch gezogen. Ich bin zu Hause, ich bin richtig kaputt und ich habe hart geshoppt. Ich zeige euch einmal, was ich eingekauft habe. Natürlich für die Hunde. Wer sonst würde Kaninchenohren mit Fell essen? Ja, die gibt es einmal. Die können sie so zwischendurch mal ganz gut essen. Oder auch sofort, wenn es nach Maybe gehen würde. Dann habe ich für die Babys hauptsächlich, die ja jetzt demnächst kommen, wobei auch die Erwachsenen das total gerne mögen, Kalbshufe. Und zwar mal die nicht gefüllt sind, die kriegt man nicht so oft. Oft ist da irgend so Pulverkram reingedrückt in so einen Huf und dann kann man das nicht mehr ganz so gut einweichen, ne, für die Babys. Ja, und dann gab es da Sachen, ich bin ja mörderschief. Oh, ein bisschen warm. Und dann gab es da Sachen, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Also das kann mir keiner verübeln, dass ich das gekauft habe. Jeder einzelne von diesen kleinen Terriern hat Mama zu mir gesagt. Es ist so flauschig. Und das fand ich auch so obersüß. Die hatten da Stoffe, also da konnte man sich irgendwie gar nicht entscheiden. Und bei jedem Wurf, der ansteht, gibt es immer eine neue Ladung Wetbeds. Und lila fand ich richtig cool. Aus denen mache ich zwei. Wetbeds, falls ihr das nicht kennt, das ist eine besondere Einlage für die Wurfkiste. Die hat sowas ähnliches wie eine Pampers-Funktion. Die Flüssigkeit wird also immer nach unten abgeleitet. Abgeleitet? Ah, ihr wisst, was ich meine. Und dadurch liegen die Welpen nie im Nassen. Ne? Das heißt, wenn die da Pipi machen, die können ja anfangs noch nicht laufen und irgendwie woanders hingehen, dann ist das sofort trocken. Außerdem kann man die... Ja, also ich koche die immer und packe die in den Trockner. Vielleicht halten sie deswegen nicht so lange bei mir, aber naja, dann gibt es halt mal neue. Und ja, naja, wenn man auf so einer Hundemesse ist und man erwartet irgendwie einen Wurf Welpen, da kann man halt an manchen Sachen nicht vorbeigehen. Ein Krokodil! Dann werde ich für Lotta und Pepe mal das hier ausprobieren.
Das ist so ein Arthrokomplex, der also ja, gegen Beschwerden von Arthrose helfen soll. Und das, also für alte Hunde ist das vielleicht einfach manchmal ganz gut. Man merkt den beiden schon an, dass es ihnen im Sommer deutlich besser geht als im Winter. Ne, wenn so kalt, nasses Wetter ist, das geht halt irgendwie auf die Gelenke und naja, schaden kann es nicht. Es ist immer so ein bisschen ein Wettkampf, wer es zuerst schafft, abends ins Hundezimmer zu gehen, weil der kriegt die Box. Also meine Hunde lieben die Box und ich habe da nur eine im Moment drin stehen, weil zwei gerade im Auto sind, glaube ich. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Höhle gekauft. Also der Pepe vor allen Dingen, der liebt das, in so, ja, sich so einzukuscheln, ne? Ja, und dann kann da ja direkt so eine coole Decke rein. Aber die Terrier-Decke, die sind eigentlich zu schade, weil in der Höhle sieht man die ja gar nicht. Was für ein Dilemma. Naja, das war's jetzt erstmal von uns. Ich halte euch auf dem Laufenden, weil es ja schon nur noch 2 Wochen dauert, bis die Maybe explodiert, könnte man fast glauben, so dick wie die ist. Ja, also bis die Tage.